Kilian Bauer, Weltmeister in der Altersklasse 18 bis 24. Und nicht nur das, du hast dir die schnellste Zeit aller Altersklassenathleten abgeliefert. Wie fühlt sich das an? Also die erste Stunde konnte ich es einfach gar nicht glauben. Ich habe es im Ziel auch immer noch nicht gewusst. Ich habe nur gewusst, es reicht irgendwie für die ersten zwei in der Altersklasse. Aber es war bis zur Ziellinie sauknapp. Darum habe ich ein richtiges Sprintfinish noch hingelegt. Jetzt langsam mit der Zeremonie kann ich das ganze Ding ein bisschen realisieren, aber es wird sicher noch dauern. Mit welchen Ambitionen bist du hierher gereist? Ursprünglich habe ich mir eigentlich gedacht, so Top 5 Age Group an einem guten Tag sollte machbar sein, wenn es ganz gut läuft. Top 3 vielleicht, aber das Gesamt irgendwo weiter als in die Top 20 reicht, war dann doch relativ unerwartet. Ja. Wie gesagt, Altersklasse 18 bis 24, sag uns ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du und wo kommst du her? Ich bin 24, also jetzt Ende der Altersklasse, komme aus Burghausen und ja, mache schon seit fast Jahrzehnten Triathlon, würde ich mal behaupten. Wie hast du dich für die 73 WM qualifiziert? Ich war einer der Glücklichen, der schon ganz früh in Maastricht die Quali gelöst hat. Also schon letztes Jahr im August war das. Das war noch eine Zitterpartie, eigentlich wollte ich nach Neuseeland, aber weil der Erste, der ist jetzt dieses Jahr auch der Juri Kollen, der ist jetzt auch als Profi auch gestartet, hat mir da eigentlich noch den begehrten Slot weggenommen. Aber in dem Nachrückverfahren bin ich dann noch reingerutscht und habe das Ding dann schon relativ früh im Oktober fix gemacht und konnte das Ganze, die ganze Saisonplanung darauf ausrichten. Das war dann schon auch ganz schön. Jetzt aber nochmal zum Rennen heute. Ein perfekter Tag, oder? 3,58 hast du gebraucht, nicht viel länger als die Profis. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass die Wechselzone auch um einiges länger war und der Verkehr beim Schwimmen und auf der Radstrecke brutal war, weil wir einfach die letzte oder vorletzte Altersklasse waren, die gestartet sind. Ich habe den ganzen Tag eigentlich auf der linken Spur, auf der Überholspur verbracht und bin nach vorne durchgefahren. Das hat richtig Spaß gemacht auf den... Ja, ich habe beim Radfahren schon gemerkt, dass die Beine richtig gut sind und dass richtig was geht. Erst in den Snow Canyon rein rauf, das letzte Stück wurde dann ein bisschen zach, aber mit dem Gedanken im Kopf, dass es bald bergab gehen wird zur Wechselzone, konnte ich das dann auch noch ganz gut durchdrücken. Und auf der ersten Laufrunde habe ich Gott sei Dank den Timo Schaffeld gleich getroffen, mit dem ich mich dann gegenseitig gepusht habe und eine ziemlich gute Basis für die doch recht schnelle Laufzeit hinlegen konnte. Auf der zweiten Hälfte habe ich dann ein bisschen gelitten mit leichten Magenkrämpfen, aber das ging dann doch aus und ich hatte auch einiges an Supportern, die sich dann auch angekündigt haben dabei, aus dem erweiterten Umfeld, und mit den ganzen Zeitansagen hat es dann doch geholfen, da die letzten Sekunden noch rauszukitzeln. Sekunden ist ein gutes Stichwort. Gucken wir auf deine Zeiten. 25 Minuten bist du geschwommen, 2 Stunden 10 auf dem Rad, was ein 41er Schnitt ist, und 1 Stunde 17 gelaufen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo deine Stärken liegen. Wo siehst du sie? Ich glaube, das ist, was sich die letzten Jahre so rauskristallisiert hat, dass meine Stärke eigentlich, dass ich überall recht ausgeglichen bin. Also ich komme vom Schwimmen, von Burghausen, ein großer Schwimmverein, war dementsprechend früher der immer unter den ersten zwei aus dem Wasser und beim Laufen dann Fünfter. Während Corona habe ich einfach, waren die Schwimmbäder zu, ich hatte keine Option zu schwimmen und da habe ich das Laufen für mich entdeckt. Und seitdem geht da echt was vorwärts und es macht mir richtig Spaß. Ja. Deine Altersklasse ist ja relativ spät gestartet heute Morgen. War das ein Vorteil? Es war auf jeden Fall ein Vorteil. Ich habe zwar Weste und Handschuhe im Beutel gehabt, aber als ich aus dem Wasser gekommen bin, habe ich schon gewusst, ich brauche nichts. Ich komme auch mit kalten Bedingungen generell recht gut zurecht. Das habe ich in Ingolstadt auch schon gemerkt. Da war ja auch mit 8 Grad und Regen, konnte ich mir auch schon den deutschen Meistertitel in der Age Group und insgesamt sichern. Ja, darum mag ich es eigentlich lieber, wenn es kalt ist. Kannst du schon sagen, was du nächstes Jahr vorhast? Wirst du versuchen, deinen Titel zu verteidigen? Ursprünglich stand es gar nicht auf dem Plan. Jetzt vielleicht ändern sich die Pläne. Also Finnland, meine Eltern haben auch schon wieder das Go gegeben. Wobei es natürlich schön wäre, wenn sich das Ganze dann die nächsten Jahre oder ja von alleine tragen würde. Das wäre auf jeden Fall ein Weg, der einzuschlagen wäre oder halt wäre gut für mich, wenn ich dann
die Zeit, die ich aktuell neben dem Studium, ich mache gerade meinen Master im Maschinenbau, und wenn ich die Zeit, die ich neben dem Studium noch in meine Werkstudentenstelle ins Training investieren könnte und in die Regeneration, dann könnte da vielleicht auch noch was gehen. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich nächstes Jahr wieder an der Startlinie zu sehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Kilian Bauer. Zeig uns gerne nochmal deine Trophäe. Danke fürs Interview, und ich hoffe, dass das nicht das letzte Interview war fürs Triathlon-Magazin. Danke.